Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Ich habe die Grafik ein bisschen umgestellt und hoffe, dass es jetzt nicht so krass auffällt. Ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben diesen Erbauer hier gemacht und damit können wir jetzt unsere Unterwasser-Base bauen. Und ich würde sagen, wir haben ja beschlossen, unsere Base, Gott, ich glaube, es war in diese Richtung, irgendwo da vorne zu bauen. Deswegen müssen wir jetzt uns mal alle Sachen zusammenbauen, weil ich glaube, hier kriegen wir Titanium, brauchen wir sehr viel davon. Also Titan und ich glaube, das kriegen wir am leichtesten. Okay. Grundbau, 10 Titan brauchen wir. Ich glaube, wir haben Savage Metal aufgehoben. Genau, da kriegen wir schon mal 4 Titan raus. Das ist schon mal gut. Wie viel Titan haben wir jetzt? 4 Stück wirklich nur, okay. Dann werden wir mal gucken, ob wir hier Savage Metal finden. Oh, etwas zu trinken. Gib her jetzt, so. Savage Metal bräuchten wir jetzt. Außerdem, ich hoffe, es leckt jetzt nicht so. Und es ist mir aufgefallen, dass es in der letzten Folge, dass der Sound echt laut war. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe das jetzt runtergestellt. Ich hoffe, man hört trotzdem noch genug. Jetzt, oh Gott. Ja, man merkt schon mal meine Vorbereitung. Ich bin professioneller YouTuber. Ja. Hier ist hier so ein Kamikaze-Fisch. Wir können das ja mal sogar auslösen. Boah, sehr schmerzhaft. Ja, da hätte ich sogar drauf gehen können. Das war gerade ein bisschen dumm von mir. Gut gemacht. Gut gemacht, Mojo. Bist echt gut. So, was? Hier haben wir wieder Titan. Ja, Savage Metal. Nice. Zack. Zack. Oh, kleiner Leck. Okay. Komm her. Komm her. Kika. Kika. So, yes. Okay. Alles Nötige haben wir. Glaube ich zumindest. Nein, haben wir doch nicht. Scheiße. Gut, das habe ich jetzt gerade nicht gesagt. Okay, noch ein bisschen Titan. Komm, noch ein Savage Metal. Ein Savage Metal und dann sind wir ready für unsere Unterwasserbase. Hier werden wir natürlich auch schön ausbauen. Oh ja, Savage Metal. Mein Gott. Ich bin hier der Beste. Ich bin der Beste im Suchen. So. Mein Leben ist gerade ganz schön am Arsch. Zack. Ich habe auch nicht so wirklich Ahnung, wie ich mein Leben wieder voll kriege. Ich vermute mal, dass ich Trinken und Essen voll haben muss, damit ich das mal wieder regenerieren kann. Ich vermute es mal. So, grobes. Ja, Titan. Genau, Titan müssen wir erstellen. Oh Gott, ich hoffe gerade, man hat gerade meinen Stuhl nicht gehört. Der quietscht nämlich ein bisschen. So, nein, ich will kein Titanbaren machen. So, das sieht doch gut aus. 13 Titan. So, warte, welche Richtung war das? Ich glaube, die war das. Ja, wir regenerieren jetzt sogar. Das ist perfekt. So. Wir haben gerade 1 HP regeneriert, also das dauert anscheinend ganz schön lange. Machen wir uns mal ein bisschen was zu trinken. So. Da. Jetzt ist die Frage, wir könnten das Teil auch noch ein bisschen mitschieben. Jetzt, wenn wir da hin wollen. Oh Gott, das wird aber Jahre dauern. Egal, wir schieben es einfach mit so ein bisschen. Dass wir nicht so weit schwimmen müssen. Ja, wir regenerieren. Das ist perfekt. Jetzt geht das auch wesentlich schneller. Jetzt haben wir schon 41% wieder. Jetzt haben wir schon wieder 3% regeneriert. Okay, ich hab keinen Bock mehr. So, dann schauen wir jetzt mal los. Schwimmer. Ach ja. Ich hoffe, ich schwimme auch wirklich richtig, weil nicht dann. Yeah. Falsch geschwommen. Dann müssen wir zurückschwimmen und nochmal in gleiche Richtung.
In die gleiche Richtung, ja, genau. Ja, ich bin ein Genius. Ich bin ein so motherfucking Genius. Genau, in die andere Richtung muss ich nochmal in diese Kackrichtung. Doppelt so weit schon. So, okay, jetzt kommt das Biom. Und hinter dem Biom sollten wir eigentlich. Das sollte eigentlich das Biom sein, wo wir unsere Base bauen. Oh, die Musik hört einfach aus. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Das Savage Metal nochmal mit. Okay, ja, Silbererz, nice. Inventar ist voll, scheiße. Was für ein Mistgeburtenfisch. Ach ja, hier ist schon das Biom. Gut, jetzt ist die Frage, wollen wir direkt hier bauen? Ich glaube, hier vorne war direkt Radioaktivität. Das ist scheiße. Ja, Strahlung entdeckt. Ich gehe ja schon weg. So, warte. Geht das denn hier vorne? Oh Gott, das ist das Vieh. Oh Gott. Alter, nein. Nein. Strahlung entdeckt. Ah, das ist klar. Nein, nein, ich werde nicht ersticken. Nein, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Nee, 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 nee. Nee, ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Oh Gott, das war knapp. Warte mal, ich glaube, ich könnte mich gerade selber schlagen, weil, wenn wir jetzt mal hier nachgucken, Seamoth Upgrade Console, okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Naja, okay, was ich sagen wollte, wenn wir jetzt mal nachgucken, ich brauche ein Glas und zwei Titan, um eine Luke zu bauen. Ich habe die Luke gerade gar nicht einberechnet. Ich voll spast. Scheiße. Okay. Geil. Nochmal zurückschwimmen. Obwohl, wir können wenigstens das schon mal vorbauen. Die ganzen. Warte, dann klatschen wir das direkt hier vorne hin. Da. Direkt da. Sieht nach einem netten Spot aus. Und ein schönes Plätzchen. Missgeburt wird uns hoffentlich nicht stören. Oh Gott. Standbild? Hallo? Hallo? Holy shit. Das ist nur ein Fundament, Alter. Fundament und schmiert gleich das ganze Game ab, oder was? So, bauen. Ein Raum. Dann pflanzen wir den einfach. Sagen, packen wir da hin. So. Ich weiß gar nicht. Ich hoffe mal, man kriegt keine Strahlung in seinem eigenen. Oh Gott. Oh, fuck that. Ich verpest dich. Oh ne. Oh ne. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Hat er mir gerade mein Metall geklaut? Nein. Gut. Oh. Oh nee, ne? Oh nee, ne? Oh nee, ne? Oh shit! Also da wird mir schon richtig schwarz haben. Geil, 6 HP. Das ist richtig schön. Dann, ja. Ach ja. Was sollen wir jetzt bloß machen? Ich weiß nicht mehr. Würde die Möglichkeit. Ja, es gäbe halt wirklich die Möglichkeit, sich einfach einmal umbringen zu lassen. Dann wären wir neu gespawnt. So, ich weiß aber nicht, ob das so schlau ist. Ich bleib jetzt einfach mal am Leben und ihr könnt ja mal alle in die Kommentare reinschreiben, was dann auf, also ob ich mich denn selber umbringen soll, wenn ich wirklich so wenig Leben habe und es dauert ja eigentlich Jahre, bis ich da regeneriere. Ob ich mich da wirklich umbringen soll, um einfach wieder volles Leben zu kriegen, oder ob ich das einfach lassen soll und einfach versuchen soll, weiterhin zu überleben. Das könnt ihr einfach mal wirklich in die Kommentare schreiben. So, meine Glas. Habe ich genug Glas? Eindeutig. Jop, okay, Titan bauen wir nochmal. Und jetzt können wir wieder zurückschwimmen. Das war. Oh nee. Holy
Shit, das ist das Teil. Okay, das war in die Richtung. Hab's herausgefunden. So. Wie nehmen wir lang? 11 Minuten nehmen wir wieder auf. Boah. Das ist ganz schön lange. Gut. Wir waren heute sehr produktiv. Nichts. Aber mal gucken, wir machen auf jeden Fall noch die Base fertig. Vielleicht mache ich die Folge heute auch ein bisschen länger, einfach so eine halbe Stunde. Mal gucken, schaffen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber jetzt erstmal schön eigene Base bauen. Da Wasserbase, dann bauen wir uns noch Glastunnel oder sowas. Mal gucken, wie das wird. Ach ja. Es sieht doch echt schön aus. Nachts ist es einfach am schönsten. Aber oh Gott. Vulkan, okay. Das gucken wir uns jetzt nicht mit 6 HP an. Das können wir uns in der nächsten Folge angucken. Mit 6 HP wäre das Selbstmord. So. Das Teil, wir müssen jetzt so schnell wie möglich los. Gott, das ist jetzt ein YOLO. YOLO-Squad. So, komm. Randa. Oh Gott, mach eine. 10 seconds of oxygen. Was denn das? Hey! What the fuck? Nee, Alter. Nee. Nee, das müssen die fixen. Das müssen die unbedingt fixen. Nee, das kann nicht wahr sein. Okay. Glaskorridor. Ja, wir bauen uns. Okay, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Das wird hoffentlich bald noch irgendwie gefixt. Und hier klatsche ich ein Glaskorridor gleich hin, weil das schön aussieht. Ja. Haben wir noch? Ja, noch einen. Bam. Ein X-Korridor. Der. Ich habe das alles schon so ein bisschen vor Augen irgendwie. Da kommt dann ein Glaskorridor wieder hin. Ein Observator. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. 2 HP. Oh Gott. Dafür brauchen wir Lithium. Strukturelle Stütze. Lithium. Aha. Lithium kriegen wir nicht so leicht, glaube ich. Das dauert ein bisschen. Kann man das überhaupt hinbauen? Kann man das hier draußen irgendwie hinbauen? Wo kommt das Teil hin? Seamoff. Oh, schon wieder einfach die Musik weg. Okay. Warte, Energie. Solarmodul, genau. So, warte. Wir brauchen Energie, soweit ich weiß, für den Fabricator. Den müssen wir nämlich bauen. Und der kostet uns Strom. Wow. Lol. Power restored. All primary systems online. Es gibt ein Aquarium? Nice. Wir können also uns auch ein. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ah, so, eine Bank, ein Schild. Wow. Kleiner Schrank, Fabricator, verschiedenes. Energietransmitter, erhöht die Reichweite, Energiequelle. Alles klar. Okay, Leitern, Seamoth. Ich habe immer keine Ahnung, wo das hinkommen soll. Baue dieses in der Andockbucht. Andockbucht. Wo haben wir denn hier eine Andockbucht? Was ist denn damit gemeint? Müssen wir die selber bauen? Oh Gott, da ist dieses Teil. Kriegen wir hier drin Strahlung? Hallo? Krieg ich hier überhaupt schon? Weiß gar nicht. Da vorne ist das Teil. Sieht schon echt nice aus. Okay, das haben wir jetzt schon mal alles. So. Oh, nicht die eigene Baseball schlagen.
gut, wir nehmen das hier. Wir fangen ein Hover-Dings ums. Und wir brauchen Titanium. Zwei Stück. Das ist Kupfer, das ist falsch. Das ist Silber. Nein. Ja, das. Okay, wir schwimmen dann nochmal einen Chat zurück. Wir brauchen Titanium für einen Fabricator. So, wir müssen Essen und Trinken sammeln, auf jeden Fall, dass wir wieder regenerieren können, weil 2 AP, das ist am Arsch. Zack, zack. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. 30 Sekunden, alles klar. Nicht, oh ja, das ist der Vulkan, nein, da wollten wir noch nicht hin. So. Ach, Luft, okay, sehen wir irgendwo einen Plan? Nein, das ist keiner. Boah, wie schnell war der gerade? Ach ja, übrigens, was ein cooler Effekt über dieses Spiel ist, man kann das wirklich auch mit einer Oculus Rift spielen. Das heißt, ist ja für alle Leute, die keine Oculus Rift kennen, das ist so eine Brille sozusagen, die man sich aufsetzt und dann hast du dein Display direkt vor den Augen. Das ist so, als wärst du selber im Spiel drin. Das ist so eine Art 3D-Brille. Ja, und das Game kann man halt auch mit der Oculus Rift spielen. Und das finde ich echt ganz cool. Aber das Traurige ist, eine Oculus Rift ist echt teuer. Glaube ich zumindest. Kann ich mal nachgucken. Vielleicht können wir das ja sogar mit einer Oculus Rift spielen. Das ist, wäre echt cool. So. Wasser kann ich auf der Spatenfisch. Sieht auch echt witzig aus. Okay, dann futtern wir das mal alles genüsslich und uns hinein. Blasenfisch. Wir bräuchten vielleicht nochmal einen Blasenfisch. Da ist einer. Perfekt. Komm her, du bist eins. Zack. Okay, noch eine. Wäre nützlich halt wirklich, wenn wir noch einen haben, dass wir zwei Flaschen trinken können. Da ist noch einer, perfekt. Ich muss dich nur noch kriegen. Zack. So. What the hell? Ja, gut, ich hab's hinbekommen, mich selber umzubringen. Ich hab. Oh, lol. Lol. Nein, das passiert gerade nicht. Scheiße. Nein! Ah! Nein! Nein! Goddammit, nein. Nein, das geht nicht unter. Nicht euer Ernst. Och, nö, ne? Ja, das hat schon mal gut geklappt, wie man sehen kann. Geil. Super. Jetzt auf die Basis zu schlagen, Mann. So, warte, jetzt müssen wir echt was finden, was uns Stabilität gibt. Beobachtungsfenster. Nein. Senkrecht Seba, das erhöht die Stärke der Hülle. Lithium. Vielleicht ist Lithium auch leichter zu bekommen, weil wenn nicht, dann muss da unsere Unterwasserbase unter Wasser bleiben und voll mit Wasser auch bleiben. Weil so einfach können wir das nicht wegmachen. Dafür bräuchten wir wieder speziell, also so ein. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Werden wir mal gleich nachgucken. Wir brauchen so ein Schweißgerät. Ist das so eine Art, damit wir diese Löcher wieder zumachen können? Aber es wird nicht so viel bringen, wenn wir die Hülle nicht verstärken. Denn dann würden wieder solche Löcher kommen und dann wird die wieder zulaufen. Also, na. Gut, ich wusste jetzt nicht, dass wir schon die Base so krass belasten, weil wir da keine Verstärkungssachen drin haben. Kritisch. So, mal gucken. Zack.
Ausrüstung, nein, Werkzeug. Wir brauchen ein Schweißgerät. Es heißt sogar Schweißgerät. Kracherpulver, Titan und Magnesium. Können wir Magnesium machen? Ja. Können wir. Warte, kann ich Lithium machen? Kann ich das hier irgendwo machen? Lithium, Kreislauftauchgerät. Okay, das recycelt unsere Luft sozusagen, Tauchalleine. Nein, Lithium müssen wir echt. Erste Hilfe Kasten. Creep Iron Sample and Chlor. Okay, ich habe keine Ahnung, wo man das Ganze herbekommt. Kabelsatz, Kupferdraht. Wir werden erstmal Titanium wieder machen. Ach ja, kritisch. Wie lange nehme ich schon auf? 22 Minuten. Okay. Kracherpulver. Das ist kacke, das herzubekommen. Da müssen wir nämlich so einen Kamikaze-Fisch hochgehen lassen. Und da kriegen wir das aus seinen. Aus, ich weiß nicht, in der Pflanze oder was auch immer das ist, wo er drin hockt, kriegen wir dann dieses. Hi. Oh Gott. Ein Kracherpulver. Das ist aber ein ganz schön teurer Preis für ein Kracherpulver. Okay. Egal. Kann jetzt schon mal dieses Schweißgerät bauen. Nein, ich will kein Leuchter bauen. Ich will ein Schweißgerät bauen. So. Ein Schweißgerät haben wir jetzt auch. Fünf Rohre. Diese Rohre kann man an die Oberfläche bauen, also oben wo Luft ist, dann kann man das bis nach unten zum Grund bauen. Dann kann man da sich Luft holen. Man könnte sich jetzt überlegen, das zu bauen. Wie viel Titanium habe ich? Ich weiß, ja, wir bauen uns jetzt einfach Rohre. Wir bauen uns jetzt ein paar Rohre, dass wir da runter bis unsere Base bauen, weil wir werden bestimmt relativ viel Zeit da unten jetzt verbringen müssen. Allgemein auch bis wir Lithium finden. Titanbarren, Schmierstoff, Energiezelle, Schmierstoff, das ist Blei. Oh, Chlor. Okay, das Chlor ist relativ leicht herzustellen. Wo kriege ich denn Schmierstoff her? Wo kriege ich Schmierstoff her? Oh Gott, okay, wisst ihr was? Das werden wir alles in der nächsten Folge rausfinden. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.